Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Yoshi's Woolly World. Und mit 2-3. Leinen los für den Kettenhund. Okay. Aber ich glaube, ich weiß, was das für eine Idee ist. Da glaube ich, erinnere ich mich noch dran. Oh, das Hilfe in der Mitte, ganz groß. Das macht mir schon mal Hoffnung auf ein schönes, faires Level. Ah, wobei, ziemlich oft sind es einfach nur irgendwelche Noobs, wo nicht wissen, wie es was ist. Alles klar. Haha. Toll. Ja. Erstmal hier so ein bisschen Wolle auffüllen. Na toll. Zum Glück weiß ich das noch. Voila. Aber so ungefähr verläuft das ganze Level. Ganz sicher irgendwas. Oder auch nicht. Okay, ich hatte noch eine Wolle in der Hand. Oder im Mund, meinte ich. Okay, jetzt muss er hier hoch. Okay. Ich bin irgendwie heute wieder so still. Oh, pink. Oh, große Wolle. Nochmal eine große Wolle. Alter. Ist ja hier Luxus. Ups. Hat er nochmal eine Wolle in der Hand? Wieder einen im Mund. Alter, bin ich eigentlich so vergesslich? Das war mehr als dumm. Ja, das war so klar. Das war so klar, das habe ich schon von Weitem gesehen. Böses Versteck, böses Versteck. Immer alles abschuchen. Abschuchen vor allen Dingen. Ah. Fail. Stirb. Danke. Dankeschön. Manchmal geht es etwas länger, aber... Ah, Herzen. Ach nee. Jetzt bringe ich auch schon mal vorne die Piranha auf. Boah. Ja. Hör auf in dem Scheiß. Gut. Oh je. Yeah. Also bis jetzt ist es nicht wirklich schwer, sondern einfach teilweise etwas nervig. Aber naja. Es ist bis jetzt ganz machbar. Etwas fies, aber... Das war so klar, dass da was ist. Das habe ich durch Zufall gesehen, durch den Boden, da, weil da so komisch aussah. Gut.
Dann weiter im Text. Ah, das war's. Hier noch ein paar Wollen. Hier ist bestimmt auch nochmal irgendwo was. Oder auch nicht. Okay, man braucht den hier. Zwingend ist notwendig. Heißt, den müssen wir dann abgeben. Okay, da ist sowieso eine Tür. Gut. Wetten, ich habe hier nochmal irgendwas total Unauffälliges vergessen. Da unten ist auch was, das sieht man. Das sehe ich aus 10 Meter Entfernung mit Gegenwind. Alles klar, hier brauchen wir nochmal. Ich glaube, ich habe den Ball übersehen, kann das sein? Oh Gott. Aber es ist ganz gut, wenn man sich schon mal hier so umschaut. Ah, haben wir die schon mal weg. Mann, das war so unnötig. Also hier ist keiner, okay. Sorry, meine Stimme lässt gerade nach. Alles klar, da oben ist er, aber wie komme ich da hin? Ah, okay. Nice. Muss man erstmal drauf kommen. Aber anders geht's ja auch gar nicht weiter. Na gut, so schwer war das jetzt auch nicht versteckt. Irgendwas passiert noch, wenn man das hier macht, weil sonst kann man hier einfach abhauen. Komm auch! Ich hoffe, das habe ich jetzt nicht schon verschissen. Irgendwie habe ich so das Gefühl, ich habe das Schaum schon verschissen. Nee, halt nicht. Die Frage ist jetzt nur, wie macht man das jetzt? Hä? Weil theoretisch von da oben kann man nicht rüberbringen. Achso, von da. Logisch. Muss da hochspringen. Ja, toll. Er ist uns wieder runtergelaufen. Da ist bestimmt irgendwo noch was. Ja, das war so logisch. Also niemals aufgeben, immer nach dem Weg suchen, wenn irgendwas komisch aussieht. Oh je. Also mal ganz kurz zum Schauen. Hier öffnet sich dann sowas, so ein Weg, okay. Das heißt, ich muss den hier wegnehmen, damit er da hochspringen kann. Gut. Dann den Teil des Teils hier aktivieren. Fuck. Bitte bleib liegen. Ja, Mann, perfekt.
Alter! Und ich habe eine Blume übersehen. Hä? Wetten, die ist da drin irgendwo. Als hätte ich's gewusst, ne? Als hätte ich's gewusst. Gut, aber das heißt, dass ich bis jetzt auch alles hab. Weil übersehen habe ich bis jetzt eigentlich nichts und die. Ja. Ich habe bis jetzt eigentlich nichts übersehen. Vor allen Dingen versehen, ne? Ich übersehe nicht, ich versehe. Ah. Ja, okay. Stirb. Och nee. Mal nebenbei einsammeln, ne? Nee, jetzt hab ich ne. Okay, so wie zu dem Thema, ich hab alles. Oder das wurde hier so gezählt, dass es auf der Seite nochmal eins gibt und. Dass ich die Wolle dann nicht hab. Okay, Herzen habe ich wieder mal alle. Ja, aber hier wird sicherlich auch was geben. So war das nicht gedacht. Gut, dann muss ich mal das Teil hier hoch. Dankeschön. Oh je. Yes, ich hab doch alles. Wusste ich's doch. Ah, Mist. Ja, komm hoch. Dankeschön. Und weg mit. Da ist bestimmt auch nochmal eine. Ja, das ist irgendwie voll übersichtlich, das Level. Das Level ist echt gut. Mir gefällt es zwar. Nicht, dass man hier die ganze Zeit hin und her denken muss über 50 Ecken und Kanten und man auch ab und zu mal Angst haben muss, dass man irgendwas übersehen hat oder so. Aber ansonsten ist das Level voll gut. Ich muss den hier hochbringen. Ah, falsche Knopf. Fuck. Ja, unter Druck kann ich nicht arbeiten, okay? Gut. Den hätten wir schon mal. Jetzt noch den von der anderen Seite holen. Ist auch nicht wirklich schwer. Oh, jetzt dann hierher. Hammern. Wenn ich mich so dumm anstellen würde. Gut. Und damit sind wir hier durch. Wenn man ja treffen würde. Moment. Alter, ist das Böse versteckt. Vier Stück fehlen mir noch. Es ist zwar böse versteckt, ne? Aber nicht unfindbar. Und mit viel, wie heißt's?
Blick dafür hat man so schnell rausgefunden, dass da was ist, weißt du. Boah, das war nice getroffen. Ja, komm, jetzt niemand was vorschreiben. Das war schön. Und bang. Bang, bang. Hoho. Yes. Ja, ich hab alles. Nur die Herzen nicht. Ey, das ist doch nicht wahr. Jetzt habe ich zwar alles eingesammelt, aber die Herzen nicht. Warum habe ich jetzt eigentlich mein Handy angemacht vorhin? Obwohl ich fürs Zeitstellen, wenn ich so doof war, den Zeitstopper zu starten. Ich voll honk. Egal. Muss ich mal sowas schauen. Was? Das ist 16 Minuten? Ja, okay, für ein Level 16 Minuten ist schon krass. Aber hey, wir haben dafür das ganze Extra-Zeug. Jetzt halt noch das Bonusspiel. Ja, ich bin in dem Spiel scheiße. Hab damit gleich einem schlechten Ergebnis gerechnet. Ja, das Hilfe, das war eigentlich völlig unberechtigt. Nur für halt für die Herzen, aber die habe ich ja meistens fürs Suchen geopfert, also wie eigentlich immer. Da bin ich mit der Ausbeute eigentlich ganz zufrieden, dass ich nur mal spielen muss wegen den Herzen. Und jetzt haben wir den Citrus Yoshi. Nice. Und das nächste Level. Die Kurk. Ja, die Kurk. Knotbärts Festung. Oh, vorher, das war auch ganz schön knapp, weil hätte ich mir ziemlich die Zeit gestellt, hätte ich nämlich auf mein Handy geschaut und hätte nicht gesehen, dass in 5 Minuten sich mein Laptop neu startet. Ja. Warum neu starten? Jetzt einfach wegen diesen scheiß Windows-Updates. Und dann muss ich jedes Mal mal neu starten. Die nerven auch dann immer so übel. Das war übersichtlich, dass da was ist. Gut. Die erste Wolle, die war schon mal geschenkt. Das hier, was ist, das sieht auch ein Blinder mit dem Krückstock. Gut. Ja, natürlich, wenn man halt als einzige Wolle so eine Riesenwolle hat, ne? Ja gut, ne? Das war schon mal eine ganz gute Ausbeute hier für den ersten Raum. Alles gut gefunden. Warte. Da oben geht's, glaube ich, durch, oder? Ja. Ja, das war auch sichtlich. Das war jetzt eigentlich nicht so geplant. Entschuldigung. Moment. Ich muss hier irgendwo anders bringen. War nicht mehr stört. So. Alter. Uiuiui. Meint, da ist bestimmt auch was. Oder auch nicht. Muss man so aufpassen mit den Leveln. Ja, alles beim ersten Mal spielen findet, weil ich das ist ja noch mehr Zeit, wenn man die ganzen Level ja nochmal machen muss, vor allem bei den Festungen, das ist bitter. Ups, da habe ich mit jemandem
schnell töten. Nein. Alles bis auf einen bekommen. Nein. Gut, das sind die Roten, die laufen nur bis zum Rand. Es ist immer wieder gut zu wissen, dass die Roten nicht ganz laufen, sondern nur bis zum Rand. Und dass die natürlich zurückkommen, die Panzer, das ist auch ganz gut zu wissen. Aber das weiß eigentlich jeder, der sich ein kleines bisschen mit Mario befasst hat. Boah. Alter. So krank hier. Alter. Gut, da ist nichts. Höchstens noch da unten. Oder das ist hier so eine Art Kreislauf ist, wie ich schon gesehen habe. Boah. Gut, jetzt mal wieder am Anfang. Warum auch hier zwei Stück von diesen Typen sind. Don't know. Aber eigentlich war da unten nichts, weil da ist ja vorhin der Panzer reingerollt, stimmt. Ich weiß jetzt zwar nicht, was das da zu tun hat damit, aber egal. Dass da nichts ist, wundert mich. Okay. Ich weiß Bescheid. Gut, dann muss ich doch mal da durch. Hab ich wohl irgendeinen Weg übersehen oder so. Irgendwas Unnötiges. Ja, gleich mal alles absuchen. Mann, ich will in die Röhre, Mann. Mann. Alles klar, für die Para-Koopa zählt das wohl nicht, das Gesetz, das... Boah, dass ich da jetzt nicht erwischt wurde, das war jetzt eigentlich ein Wunder. Wie konnte ich das hier eigentlich übersehen? Vor allem, weil es hier weitergeht. Ach was. Ich sag ja, man muss so übelst aufpassen, ja. War sogar die zweite Blume, wo ich übersehen hatte. Jetzt passt also wieder alles. Gut. Ach du Heilige. Ach so. Lol. Das war jetzt eigentlich nicht so im Sinne des Erfinders, aber egal, ich sag nicht nein. Zu dieser schönen Hilfestellung. Aber für diejenigen, die es jetzt nicht wussten, man kann an diesen Teilen, an den Häkelnadeln von denen auch was dran befestigen. Das könnte vielleicht noch später hilfreich sein. Ach, und hier geht's runter. Nee. Schön wär's, wenn's da runtergehen würde. Achso, ja, klar, da bin ich wegen der Blume da runter. Böse. Hier geht's weiter. Du könntest bei Gelegenheit auch richtig werfen. Dankeschön. Ja, dass da eins ist, das war irgendwie klar. Boah. Muss man da unverwundbar gewesen. Das ist ein Volltreffer gewesen. Holy shit. Oh, ein Retro-Panzer.
gibt's auch teilweise. Ja, gut. Da gehe ich dann gleich hin. Stimmt, da drüben gab es auch nochmal eine Tür. Park, so viele Türen. Das alte Prozedere. Ach was. Das war übrigens gerade eine Retro-Shell, für diejenigen, die es nicht gesehen haben. Okay, wie komme ich da nach oben? Das ist meine Frage. Okay, da ist nächstes Mal was. Und ich habe keine Wollen mehr. Oh Mann, ich weiß nicht, wo ich hier hin soll. Wir denken, da oben ist was. Also ich glaube, wenn ich hier reingehe, dann habe ich den Schlüssel. Okay, da gibt's mal was. Ich hoffe, das habe ich jetzt nicht verkackt da mit dem. Ich gehe jetzt mal da rein. Einfach nur zum Schauen, was hier gibt. Okay, Wolle. Und ein paar scheiß Paracoupa. Boah, wie ich die Viecher hasse, ey. Auch schon in normalen Mario-Spielen hasse ich sie. Warum kommt jetzt hier ein Koopa raus? Mann! Einmal gibt's hier noch eine Blume. Gut. Übrigens, was man im Mund hat, das kann man nicht durch Türen mitnehmen. Damit ihr das schon mal wisst, weil geht nicht. Warum fragt es mich nicht? Ist halt so. Und es war gut, dass ich da alle Teile weggemacht habe, weil sonst hätte ich mich jetzt mir nämlich tot geärgert. Die anderen zwei sind wirklich grau. Lol. Ich glaube, da kriege ich dann den. Wie heißt den letzten? Akachi kriege ich dann den Schlüssel so. Lol, ich finde den Retro-Platz so cool. Schade, dass er dann, sobald ich aus dem Bild bin, weg ist. Boah, das war jetzt böse. Fast nicht mehr gesehen. Ah, nice. Und dann immer wahrscheinlich. Ah, nee, Herzen. Da sage ich auch nicht nein. Gut, dann mache ich gleich mal die Tür auf, beziehungsweise, ich glaube, man muss durch die Tür durchgehen, ne? Ja. Nimmt halt den Platz von einer Wolle weg, aber ich glaube, das kann ich verkraften. Geht da sowieso nur ganz kurz hier durch, wegen der anderen Tür. Wahrscheinlich war ich da eh schon drin und ich ärgere mich dann gleich grün und blau, weil ich da eben schon drin war. Und ich nicht mehr weiß, aber egal. Oh, Moment. Ganz klitzekleinen Augenblick. Kommt immer diese scheiß Meldung, weil ich das vorhin vergessen habe, auf 4 Stunden zu stellen. Dann auch später durchzuführen. So. Erstmal aufräumen. Hehe. So, da war ich, glaube ich, vorhin schon drin, kann es sein. Jupp. Da war ich schon drin. Und ich ärgere mich wirklich grün und blau. Mann! Ich glaube, wenn man was im Mund hat, kann es auch nicht mitgenommen werden, ne? Ja. Wie ich schon sagte.
Gott. Da habe ich aber wirklich alles gründlich abgesucht und hab's auch wirklich alles gefunden. Hab sogar noch alle Herzen. Och nee, die sind doch jetzt. Nein, ich hab's nicht gekriegt. Bitte kommt da nochmal einer. Ah, okay, man kann's schaffen, man kann's schaffen. Yes, geschafft. Gut. Was, ich habe alle wollen? Yes. So, ich muss es halt nachher nur noch den Endboss mit allen Herzen schaffen, weil sonst ärgere ich mich so. Gar noch mehr. Zum Glück ist es hier ein. Oh mein Gott. Ja. Die letzte war sogar davon geschenkt. Wenn man weiß, dass die auch so angenommen werden. Stirb einfach. Yes. Ich glaube, da sind noch die letzten Herzen drin. Und dann geht's auf zum Endboss. Oder auch nicht. Ja, Münzstecker. Hier gibt's die letzten Herzen. Gut. Und jetzt noch das ganze Level. Bitte. Bitte, ich denke, es ist das erste Mal, dass ich eine Festung beim ersten Versuch alles geschafft habe. Das letzte Level ist nämlich nicht so schwer, das kann ich sofort schaffen. Aber bei den Festungen, da regt man sich immer so schnell auf. Du denkst, du kannst meine Pläne durchkreuzen? Jetzt ist Schluss. Apropos, jetzt ist Schluss, mein Gamepad ist gleich leer. Das finde ich natürlich super, das ist hier wirklich eine fantastico Aufnahme. Laptop über macht fast aus und ja und geil und ich kann dir keinen Satz formulieren. Geil. Ich bin einfach still. Knotter, mach diese Yoshis platt. Diesen Yoshi. Ich kann nicht mal mehr lesen. Jetzt geht alles schief. Oh Gott. Was muss ich machen? Ah, okay, ich weiß es. Okay, der ist nicht so schwer. Gut. Zumindest diese Attacke ist nicht so schwer. Einfach hier in der Luft bleiben, da kann er nichts machen. Okay. Aha. Hau doch ab. Fuck. Der ist wirklich fies. Also was die Herzen angeht, ist der fies. Scheiße. Kann ich es auf jeden Fall nochmal neu machen. Das ist böse. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wie der angreift und ja. Eigentlich ist es doch voll einfach. Nicht wenn er so, wenn er nicht wenn er so attackiert. Ja, natürlich. Mann, ich denke die ganze Zeit, dass dann der Boden anfängt zu vibrieren. Hat sich wie Donkey Kong Country gesuchtet. Ja, das war's. Immerhin. Trotzdem beschissen. Das kann ich denn nur mal machen, wegen zwei Treffern. Mann! Immerhin alles bis auf die Herzen. Aber ansonsten. Ja. Heißt zumindest, dass ich nichts reinschneiden muss. Was ich super finde. Puh, wird trotzdem nicht ganz leicht, Knotbert ohne einen einzigen Treffer zu schaffen. Du hast einen Trickercheck gehalten. Ja, bekomme ich eigentlich ständig nach jedem Level. Und das ist jetzt der, wie heißt er? Der Asche-Yoshi. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr einen Daumen hoch da lassen. Andernfalls halt einen Daumen runter. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Part wieder, wenn es heißt Spitzensport. Ja, also wenn ihr Sportler seid, dann
Schaltet den nächsten Part auf jeden Fall ein. Und ja, bis dann oder auch nicht. Bye.